Willkommen in der Welt von Beyblade, dem spannenden Sport, der auf dem engen Band zwischen Blader und Bey basiert, wo Wettkämpfer aus der ganzen Welt antreten, um über ihre Grenzen zu gehen und die Rangliste emporzuklettern. Jeder hat eine andere Strategie und einen anderen Ort, den er sein Zuhause nennt. Aber alle Blader teilen denselben Traum, zu den Besten zu gehören und sich einen ehrenvollen Platz in der Weltliga zu verdienen. Seit ich nach Spanien gekommen bin, habe ich so viele neue Leute kennengelernt. Mir brummt der Kopf. Ich hoffe, dass ich mir alle Namen merken kann. Oh, das ist Friedela Heuer. Ich habe ihn nicht erkannt, aber anscheinend ist er der beste Blader der Welt. Dann hatten BC Soul ihr Team-Testspiel und es lief auf Honcho und mich hinaus. Genesis Veltriac erhält 2 Punkte mit einem Burst-Finish. Voltaoi gewinnt den Kampf. Und damit hast du dir gerade einen Platz bei BC Soul verdient. So super! Es gibt auch einen Platz für dich. Nichts wird mich aufhalten, nicht mal ein Platz! Du hast dich so gut geschlagen, dass ich gern mehr von dir sehen will. Wer ist der Mann? Glückwunsch! Endlich! Wir sind wieder im gleichen Team! Eine neue Chance, ein neues Abenteuer. Wir sind ein Team, keiner hält uns auf. Zusammen sind wir unbesiegbar. Beyblade, denn wir haben's drauf. Gib niemals auf, gib niemals auf. Wenn du an was glaubst, dann musst du kämpfen. Kommt es drauf an, holen wir den Sieg. Denn das ist Beyblade First Evolution. Gib niemals auf, gib niemals auf. Wenn du an was glaubst, dann musst du kämpfen. Kommt es drauf an, holen wir den Sieg! Train Fafnir dreht auf! Der BC Soul Schlafsaal. Trautes Heim, Glück allein. Jedenfalls für eine Weile. Das Beste daran ist, wir können Bey Battles haben, wann immer wir wollen. Kann es noch besser werden als das? Ich und Honcho sind im B-Team und Kit ist im Junioren-Team. Wenn wir uns hier beweisen, haben wir vielleicht eine Chance, in der Beyblade-Weltrangliste ganz nach oben zu kommen. Das ist unsere Bude. Nicht schlecht, oder? Ich schätze, Freunde, die zusammen Beybladen, passen auch ganz gut zusammen in ein Zimmer. Wie können Sie da weiterschlafen? Es ist, als wären Sie verhext. Vielleicht sollte ich mir andere Mitbewohner suchen. Wacht auf! Morgen, Kit. Schon wach? Ist die Schlummernummer vorbei? Ich bin nicht euer Wecker. Wir müssen los. Das Frühstück ist fertig. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen? Riecht gut. Ich danke euch, Jungs. Nennt mich einfach Edge. Wir sind hier wie eine Familie, also können wir uns auch mit unseren Vornamen ansprechen. Bin ich voll dafür. Guten Morgen, Edge. Gefällt mir. Das fühlt sich doch gleich viel besser an. Kit, irgendwann verschluckst du noch eine Fliege. Wie oft muss ich es dir noch sagen? Halt bitte eine Hand vor den Mund, wenn du gähnst. Tut mir leid, ich hab's wohl wieder vergessen. Das sieht ernst aus. Aber sowas von. Guten Morgen, Team. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Morgen, Chris, morgen, Chad. Heute habe ich erfahren, dass Sunbed United uns zu einem Freundschaftsspiel herausfordert. Oh. Leute, was ist ein Sunbed? Sunbed ist momentan das angesagteste Team. Ich habe davon gehört, dass sie unglaubliche Talente gescoutet haben. Es ist kurzfristig, aber es gibt keinen Grund, ihr Angebot abzulehnen. Eine so gute Gelegenheit sollte man nicht verschwenden. Hier, ich bin dabei. Ich nehm's gern mit den Kollegen auf. Die haben nicht den Hauch einer Chance gegen uns beide. Bitte unterlasst es, die Besitzerin zu unterbrechen.
Was sagtest du, Chris? Ich will betonen, dass ich darauf zähle, dass ihr gewinnt. Enttäuscht mich nicht. Der Wettkampf wird heute in 10 Tagen stattfinden. Also werden wir heute Testspiele veranstalten, um die Blader auszuwählen, die die Ehre haben werden, unseren Club zu repräsentieren. Was? Mhm. Ernsthaft? Noch ein Test? Die Regeln sind einfach und klar. Jeder aus dem B-Team darf daran teilnehmen. Aber zuerst müsst ihr euch gegen Free beweisen. Muss das sein? Warum musste es denn ausgerechnet er sein? Niemand ist unbesiegbar. Es gibt eine Chance. Die Chancen sind gering, aber nicht gleich null. Wir beurteilen eure Gesamtleistung gegen unseren Top-Blader und danach entscheiden wir, wer uns repräsentieren darf. Die, die unsere Erwartungen übertreffen, könnten sogar die Möglichkeit bekommen, ins Top-Team aufzusteigen. Nehmt es also ernst. Zählt mich dazu. Ich bin dabei. Das wird unser Durchbruch werden, Honcho. Yeah! Habt ihr Free gesehen, Leute? Wo ist der hin? Wo ist er denn abgeblieben? Free macht, was Free will. Ich schätze, das kann man von jemandem erwarten, auf den die meisten Regeln nicht zutreffen. Weiß vielleicht jemand, wovon er redet? Er meint, dass er zu fast allem zu spät kommt. Hä? Er hat schon zig Verwarnungen bekommen, aber er hört einfach nicht drauf. Was will man tun? Hilft wahrscheinlich, dass Chris ihm mehr vertraut als jedem anderen. Deshalb hat er einen Freischein. Hm? Dürfte ich direkt sein? Es wäre mir eine Ehre an seiner... Nein, danke. Wir warten einfach ab. Oh! Nehmen Sie es Django bitte nicht übel. Man kann es ja mal versuchen, oder? Ihr bleibt hier. Ich gehe und suche ihn. Ich hab ihn. Ach nee, das ist ja total viel früher als sonst. Machst du Witze? Du bist wieder zu spät. Nur so 3 Minuten. Eher 7 Minuten und 10 Sekunden. Also, gegen wen trete ich als erstes an? Mich, mich, mich! Wieso überrascht mich das nicht? Ich sehe, dass du so scharf darauf bist wie ich. Bereit? Genesis Veltriac hat schon darauf gewartet. Es wird episch werden. Es ist episch, wenn man gewinnt. Bringen wir es hinter uns. Ist alles okay mit dir, Alter? Du solltest eigentlich Spaß haben. Sei nicht so ein Spielverderber. Beyblade macht immer Spaß, ob man gewinnt oder verliert. Es ist Zeit, mit den Testspielen zu beginnen. Unser erster Kandidat ist Volt Aoi. In Position! Enthusiasmus, wie erfrischend. So wie wir damals, als wir noch ganz neu waren. Also dann mal sehen, wie gut er wirklich ist. Tut mir leid für ihn, dass er so ins kalte Wasser geworfen wird. Dem Jungen müssen mal die Augen geöffnet werden. Ich hoffe, dass er damit umgehen kann. Unsere Chance. Halt dich nicht zurück. Huh? Wow, das ist dein Bay? Yep. Seht mal, sein Name ist Drain Fafnir. Was machst du da? Das gleiche wie du. Was denn sonst? Aber wo ist dein Starter? Ich benutze keinen. Oh! Was? Ich werde ihn mit meiner Hand starten. Oh, komm schon, du willst mich wohl veralbern! Seien wir mal ehrlich, wenn ich meinen Starter benutze, wird der Battle nicht so lange dauern. Hey! Nicht cool! Willst du den ganzen Tag rumstehen und schmollen? Bringen wir das hinter uns. Du wolltest doch den Battle, oder nicht? Alter, was ist mit dir los? Du hast recht, das macht Spaß. Sonst würdest du mich gar nicht interessieren. Hab ich dich nicht vorher sagen hören, dass es beim Beybladen darum geht, Spaß zu haben? Hat der Typ immer so eine große Klappe? Mhm. Yo, Bro! Mach ihn fertig! Lass ihn nicht an dich rankommen! Werde ich nicht! Er weiß nicht, was auf ihn zukommt! Sag einfach Bescheid. Bereit? Auf die Plätze! 3, 2, 1! Let it play! Gegen den Uhrzeigersinn? Aber sicher. Gut beobachtet. Bereit? Aber er läuft super wackelig. Ja, ich weiß. War doch klar, ein Start mit der Hand wird's niemals bringen. Ich verstehe, wieso du das denkst, aber sieh weiter zu. Bei sowas zeigt Drain Fafnir, was er drauf hat. Oh, bitte, er wackelt doch wie ein alter Schaukelstuhl. Das ist deine Chance, Valtriac. Drehen um wie ein Schokochip-Pfannkuchen. Jetzt folgt der spaßige Teil. Mehr mit. Was läuft hier?
Liegt das an mir oder nimmt er wirklich Geschwindigkeit auf? Wenn er von einem Bell getroffen wird, absorbiert Fafnir die Power des Gegners. Er saugt die Energie auf wie ein Schwamm. Je mehr Attacken, desto schneller dreht er sich. Oh, und er ist ein Ausdauertyp, weißt du noch? Es ist nicht leicht, ihn zu ermüden. Houston, wir haben ein Problem, denn Beltriac wird langsamer und Fafnir wird schneller und immer schneller. Jetzt hat sich das Blatt gewendet, oder? Drain Fafnir gewinnt mit einem Survivor-Finish. Du machst Witze! Der Typ hat ja nicht mal einen Starter benutzt. Und ich habe verloren. Also, das war aufregend. Wie fühlst du dich? Wenn Battles so viel Spaß machen, musst du doch eine tolle Zeit gehabt haben. Wieso drehst du nicht die Mundwinkel nach oben? Du hast doch bekommen, worum du gebeten hast. Tut mir leid, ist Verlieren vielleicht doch nicht so angenehm? Verlieren macht in Wirklichkeit doch keinen Spaß. Siehst du, ich bin der, der lacht. Gewinnen ist das Coole. Es ist nicht meine Schuld. Er hat mich total reingelegt. Ich verlange eine Wiederholung. Ich verstehe dich. Er wird dafür bezahlen. Versprochen. Ah, ist das süß. Ein richtig guter Freund. Mach dich auf Honchos Zorn gefasst. Das wird hässlich werden. Sag irgendwas. Was gibt es da zu sagen? Dein Freund da muss mal was dazulernen. Für ihn ist es egal, ob man gewinnt oder verliert. Also bist du wie er? Denkst du, es macht Spaß, wenn du verlierst? Ja, das macht es, wenn man sein Bestes gibt! Dann lass uns anfangen. Total! Den holst du dir jetzt! Keine Gnade! Oh ja, verlass dich drauf! Jetzt, Dr. War! Kampfzeit! Du lernst endlich Respekt! Bereit? Auf die Plätze! 3, 2, 1! Let it rip! Beyblade First Evolution! Beyblade First Evolution! Auch wenn sich dein Bey gegen den Uhrzeigersinn dreht, das hält uns nicht auf! Was macht der? Er saugt die Power von Rock Tavor auf wie ein Schwamm! Honcho! Nein! Ich muss nur durchhalten! Zeig ihm, wie stur ein Ausdauertyp sein kann! Drain Fafnir gewinnt mit einem Survivor-Finish! Wie macht er das? Gespenstisch. Tja, ich hab schon wieder gewonnen. Amüsierst du dich gut? Hat dir der ganze Spaß den Atem geraubt? Hast du dich noch nicht genug lustig gemacht? Niemand verliert gerne! Ich bin froh, dass du zustimmst. Kein Ruhm in der Niederlage. Man muss gewinnen und es nicht nur versuchen. Hey! Du hast echt Nerven, vor dem Team so mit mir zu reden? Deine Arroganz ist einfach nicht zu fassen! Das ist noch nicht vorbei. Wir treffen uns schon sehr bald in der Arena. Ich werde meine Rache bekommen. Das verspreche ich. Will mich noch jemand herausfordern? Ignoriere mich nicht! Das beendet die Testspiele. Gut, dann gehe ich. Noch nicht, Free! Ich bin frustriert wegen dem Kampf heute, aber ich bereue nichts. Sicher, ich habe verloren, aber ich habe gegen einen der besten Blader der Welt gekämpft. Also vorwärts, BC Soul! Wir sind die Nummer 1! Wir werden die Teilnehmer für das kommende Freundschaftsspiel in Kürze auswählen. Wir danken euch allen fürs Teilnehmen. Wir schätzen den Einsatz und die harte Arbeit, die ihr heute geleistet habt. Das war's. Ihr könnt jetzt gehen. Honcho, hast du Lust zu trainieren? Das musst du mich doch nicht fragen! Und du, Honey, hast du Bock auf mehr? Sicher! Bist du dabei, Shaza? Mhm. Nichts wie ran, Valtriac! Das Ding hast du in der Tasche, Rock Tavor! Also, was denkst du?
Leider gibt es keinen einzigen Blader, den ich empfehlen kann. Das sehe ich auch so. Du hast nur eine Chance. Schick die erste Mannschaft. Was ist denn? Brauchst du Zeit zum Nachdenken? Oh. BC Soul hier. Tread am Apparat. Sunbat United ist am Telefon. Ich werde euch jetzt die Teilnehmer des kommenden Kampfes ankündigen. Wir haben drei Spieler ausgewählt, die unser Team vertreten. Free wird der Kapitän sein. Die anderen beiden Plätze haben wir basierend auf den Ergebnissen der Testspiele entschieden. Neben einigen weiteren Faktoren. Hi, kurze Frage. Ja, was gibt es? Was genau waren diese weiteren Faktoren? Diese Informationen sind leider vertraulich. Natürlich. Free wird von den folgenden Bladern unterstützt werden. An erster Stelle Volt Aoi. Was ist das denn? Wer, ich? Hast du das gehört, Honshu? Ich hab's tatsächlich geschafft. Hab keine Sekunde daran gezweifelt. Und der andere ist Rantaro Kiyama. Kann mich mal jemand kneifen, ganz schnell? Wir haben es geschafft. Oh ja. Alles klar, wir rocken es. Wir gehen an die Spitze. Ihr verdient es, Leute. Ihr beide seid einfach unzertrennbar. Ich danke euch, Leute. Das habe ich nicht erwartet. Anfängeralarm. Denkt noch jemand, dass da irgendwas manipuliert war? Ja. Willkommen, Bay-Fans! Ihr kennt sie, ihr liebt sie! Hier kommen die Lieblinge ihrer Heimatstadt, BC Soul! Sie treten an gegen Sunbat United, das neue Team in der Runde, das die Welt im Sturm erobert! Bringen wir die Party ins Rollen! Ich werde euch die Spiele vorstellen! Hanami! Senor Hanami für euch! Wir beginnen mit einer Freundschaftsspieltradition, bevor wir richtig loslegen. Es geht nichts über einen Handschlag, um die Sache fair zu halten. Kann Free nur einmal pünktlich sein? Direkt hinter euch. Hör auf, wie ein Geist herumzuschleichen! Oh Mann, sag nicht, dass du an das Zeug glaubst. Natürlich nicht. Ich sag nur, erschreck mich nicht. Dann bleib wach, oder ich sehe dich gleich wieder verlieren. Wann immer ihr bereit seid. Er macht mir riesige Kopfschmerzen. Meine Comebacks können es nicht mit dem Typen aufnehmen. Er ist zu gut. Reiß dich zusammen. Vergiss die Sprüche und konzentrier dich. Kannst du dir das merken? Steh gerade, Kumpel. Ich lass die Schultern hängen, wenn ich mies drauf bin, okay? Reißt euch zusammen. Ich bin nicht so weit gefahren, um euch jammern zu hören. Ki? Das stimmt. Ich höchstpersönlich. Ja! Was geht ab? Was treibt dich denn hierher? Hey, persönliche Grenzen. Nehmt eure Hände von mir. Ist dein Privatjet im falschen Land gelandet, oder was? Nein, das ist kein Irrtum. Ihr seht vor euch den brandneuen Besitzer, Manager und Blader von Sunbat United. Wie kommst du auf die Idee? Kurz gesagt, wieso soll ich dem Club von jemand anderem beitreten, wenn ich selbst einen haben kann? Du machst Witze! Also, schon beeindruckt? Ihr habt die Ehre, unsere ersten Gegner zu sein. Oh, und da ist noch was. Ihr solltet wissen, dass ich es war, der Chris gebeten hat, euch aufzustellen. Du meinst, ich stehe nicht wegen meiner krassen Skills hier? Die Details sind mir egal. Ich kann am anderen Ende der Welt gegen einen alten Freund antreten. Haha, gut, das gefällt mir schon besser. Und jetzt werde ich euch mein Team vorstellen. Was? Silas ist mein Top-Blader. Von mir persönlich ausgewählt. Hey, Free. Der einzige Grund, weshalb ich hier bin, ist, um dich auseinanderzunehmen. Und ich? Was ist mit mir? Und das ist Ataru. Mit ihm werden wir dann komplett. Wie bitte? Free, du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich mich auf die Chance gefreut habe, endlich gegen dich anzutreten. Bitte tretet vor und gebt euch die Hand. Und damit geloben, beide Seiten nach den Regeln zu spielen und sich sportlich zu verhalten. Fangen wir an. Hier sind die Regeln. Die Teilnehmer des jeweiligen Kampfes werden von ihren Kapitänen ausgewählt. Die werden vorsichtig wählen müssen, denn ihre Wahl hat einen großen Einfluss darauf, wie die Sache laufen wird. 2 Punkte sind erforderlich, um einen Kampf zu gewinnen. Und das erste Team, das 3 Kämpfe gewinnt, wird zum Sieger erklärt. Also lasst euch nicht vom Namen verwirren. Dieses Freundschaftsspiel wird gleich brandheiß werden.
Zeit für meine internationale Premiere. Aufgepasst, Welt! Sie lieben mich. Sie lieben mich wirklich. Als erster für Sunbat United, der Besitzer selbst, der König seines Schlosses, Wakia Murasaki! Er denkt immer noch, dass er der Mittelpunkt des Universums ist. Free, hast du ein Problem damit, wenn ich gehe? Warte kurz, ich sollte die Truppe anführen. Macht für mich keinen Unterschied. Aber es ist deine Entscheidung, Kapitän. Nimm mich, ich bin dein Mann. Dieser Typ hier. Der Ruhige. Super. VC Soul hat Rantaro Kiyama ausgewählt. Ja, Honshu! Pass auf, Bakia. Roktavo hat richtig Power dazu gewonnen. Oh, Deiner ist nicht der Einzige, der sich verändert hat. Alles klar, als nächstes ist der Bay-Check dran. Übergebt jetzt eure Baseblader. Zeit für die Inspektion. Du hast nicht gelogen. Deiner ist auch evolved. Und zwar so sehr, dass ich ihm einen neuen Namen geben musste. Ich nenne ihn Tempest Wyvern. Wow, das klingt aber düster. Ich spüre schlechte Vibes. Was er wohl drauf hat? Geworden. Es ist unglaublich! Ich bin total heiß drauf, nach all der Zeit wieder gegen Bakia anzutreten. Ich werde ihm einen Kampf liefern, an den er sich erinnern wird. Wie war das, Free? Du glaubst, Veltriac versucht mir was zu sagen? Nächstes Mal bei Beyblade Burst Evolution. Wirbelsturm Tempest Wyvern. 3, 2, 1, let it rip!